Die Aufregung unter den Teilnehmern am Relaxbus-Ausflug zum Flughafen war deutlich zu spüren. Alle freuten sich auf das gemeinsame Abenteuer. Pünktlich um 9.55 Uhr setzte sich der Bus am Kirchheimer Bahnhof in Bewegung, um die Reisegruppe nach Leidenfelden-Echterdingen zu bringen. Die 40-minütige Fahrt über Köngen, Wendlingen und Neuhausen war kurzweilig und bald hieß es: Nächster Halt, Flughafen Stuttgart. Nach einem kurzen Spaziergang durch die Terminals wartete der nächste Höhepunkt, die Flughafenführung. Hermann Greiner, ehemaliger Cargo-Langstreckenpilot, zeigte einen Film über den Flughafen. Danach wurde es doppelt spannend. Zum einen ging es jetzt real zur Flughafenbesichtigung und zum anderen durch die Sicherheits- und Zugangskontrolle. Ein Shuttlebus wartete bereits am Gate. Zum Bedauern der Teilnehmer brachte dieser die Gruppe aber nicht zum nächsten Urlaubsflieger, sondern zeigte auf der Rundfahrt verschiedene Bereiche auf dem Flughafen. Beeindruckt waren die Besucher von der Flughafenfeuerwehr. Hermann Greiner erklärte, dass die Feuerwehr Tag und Nacht besetzt sei und nach einem Alarm jeden Ort auf dem Flughafengelände innerhalb 3 Minuten erreicht. Nach dem Besuch der Start- und Landebahn ging es zum gemeinsamen Mittagessen. Kerosinduft und Düsenlärm gab es anschließend auf der Besucherterrasse. Krönender Abschluss der Reise war das Gruppenfoto beim größten einmotorigen Doppeldecker der Welt. Auf dem Rückweg im Relaxbus nach Kirchheim war die Anstrengung des Tages zu spüren und einige träumten wohl vom Fliegen.